So, wie stellen wir uns am besten in den Kreis? Wie es der Name schon sagt, stehen die Füße zusammen. Die Regeln sagen, dass du mit beiden Füßen im Kreis stehen sollst. Wichtig ist, dass Rechtshänder ihren rechten Fuß vorstellen, damit sie stabiler stehen. Linkshänder aber den linken Fuß. Außerdem ist es wichtig, auf Hindernisse am Boden zu achten. Wenn also eine Kugel etwas links im Weg liegt, stellen wir uns nach rechts in den Kreis, damit wir sie von dort aus besser umspielen können. Sei aber vorsichtig, wenn du auf dem Kreis stehst oder wenn du den Kreis beißt. Das wird mit einer gelben Karte bestraft und beim zweiten Mal wird deine Kugel aus der Wertung genommen. Denk dran und pass auf. Viel Glück! Auf geht's zur nächsten Runde!